Jetzt gehen wir live. Stage Talk. Hallo und herzlich willkommen an der Berufswahl-Stage. Und heute haben wir dabei den... Michael Räumer. Den Michael? Ja, Michael. Okay. Okay. Und du bist hier für? Für Beruf, also ICT-Fachmann. ICT-Fachmann, okay. Kannst du den Zuschauern erklären, was man da genau macht? Also, wir dort meistens supporten die Kunden und halt Sachen installieren am Computer und so. Und das ist so dein Traumberuf, das willst du machen? Ja, gerade zurzeit schon. Zurzeit? Das heißt, du willst das machen, nachher was anderes? Nein, einfach, wenn ich es halt nicht schaffe. Okay, gehen wir mal davon aus, du schaffst es. Ja. Findest du eigentlich so das Prinzip einer Berufsmesse, wo man so eine Tour macht und Beruf anschaut, gut oder findest du es unnötig? Nein, ich finde, dass es schon eine gute Idee ist und es bringt halt schon, weil es ist eine neue Sicht für das Beruf halt, für die Jugendlichen. Und hast du durch das eigentlich deinen Beruf gefunden oder durch was anderes? Nein, ich bin selber drauf gekommen. Okay, okay. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 15. 15 und du fängst jetzt mit der Lehre an? Ja, also nein, nächstes Jahr. Nächstes Jahr fängst du mit der Lehre an. Okay, findest du es eigentlich zu früh? Oder findest du es angemessen? Nein, ich finde es gut. Ist es gut so? Ja. Okay. Manche sagen ja, also viele sagen, dass man am Anfang, bevor man die Lehre findet, so voll den Stress hat und es schwierig ist, was zu finden. Bist du derselben Meinung? Nein, man muss einfach eben durchziehen, wenn man etwas macht und eben auch lernen dafür und so. Das finde ich gut. Hast du irgendjemanden, den du grüßen willst, da draußen? Ja, das ist Stefan Sekic. Nicht schreien. Oh, Entschuldigung. Den Stefan Sekic, okay, wer ist das? Der wo am Aufnehmen ist. Ah, hoi. Hoi, Stefan. Okay. Ja, dann war's das mit dem kurzen Interview. Danke vielmals fürs Interview, Michael. Bitte.